herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute haben wir Nielsen zu Gast. Hey, hallo. Hey Nielsen. 2015 warst du als DJ Lockvogel erfolgreich unterwegs. Genau. Jetzt willst du mit deiner Musik Kinderherzen begeistern. Wie kam es dazu? Eigentlich war das eine coole Entscheidung, so die ich schon ziemlich früh gefällt habe. Ich bin in der Jugendarbeit unterwegs und hatte mir gedacht, okay, irgendwann muss man auch mal was für Kinder machen. Hab dann mit der Plattenfirma überlegt, okay, in welche Richtung kann man gehen? Ich mache ja eher Musik für die Älteren und jetzt kam das dann auch irgendwie zustande, dass ich dann für die Jüngeren Musik mache, weil es mir dann auch irgendwie Spaß macht, den Kleinen was zu geben. Dein Album heißt das Blaue Album. Wie kam es zu diesem Namen? Das war eigentlich eine ganz schnelle Entscheidung. Wir haben überlegt, okay, lass uns mal Coverfotos machen. Und dann haben wir eine blaue Tür entdeckt und wir haben vorher noch darüber gesprochen, also auf meinem Album ist so eine blaue Tür drauf, oder ich stehe vor einer blauen Tür. Und dann hatten wir so überlegt, ja okay, wie sollen wir das Album nennen? Und dann kam die Idee, es nach Farben zu benennen. Vielleicht mache ich ja noch mehrere Alben und dann nenne ich das grüne Album, das blaue, das gelbe und. Und dann kann man am Ende besser die Lieder finden, auf welchen Alben die so sind. Die Idee ist voll cool. Eigentlich schon, oder? Wenn du dann als Kind so denkst, okay, wo war jetzt nochmal Chip im Kopf? Ah, auf dem blauen Album so. Und wo ist das und das Lied? Ja, vielleicht auf dem grünen Album. Okay, lass uns da mal gucken. So, das ist meine Idee dahinter. Was können wir auf diesem Album erwarten? Das Album ist ja schon raus. Und da ist viel Spaß dabei, viele motivierende Sachen auch für Kinder, viel über Teamgeist und Energie und sonst heiße und laute Partybeats. Gut, dann jetzt zu einem anderen Thema. Wie sehr findest du, passt das Thema Musik mit der Umwelt zusammen? Eigentlich ziemlich gut, weil man mit Musik viel aussagen kann. Man kann viel beibringen, sag ich mal so, und es funktioniert auch eigentlich ziemlich gut. Wie willst du Kinder mit deiner Musik begeistern? Das ist eine gute Frage. Am besten mit guten Texten, die auch ein bisschen mich betreffen. So, ich schreibe auch ziemlich viel aus meinem Leben oder erzähle auch ein bisschen in den Liedern aus meinem Leben, was ich halt so viel erlebt habe und viel gemacht habe. Und ja, genau das ist es eigentlich irgendwie. Dein aktueller Song heißt Weg mit Plastik. Der Bezug dazu ist eigentlich echt gut, weil das ja gerade ein ziemlich gutes Thema ist, was ja auch echt präsent ist in den Medien und womit Kinder auch in der Schule gerade ziemlich konfrontiert werden. Und deshalb fand ich für mich so, okay, das ist ein Thema, das kannst du noch mehr ausschmücken und den Kindern vielleicht beibringen. Und deshalb habe ich mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, okay, lass uns auch was in Richtung Plastik machen. Beziehungsweise Umwelt. Was tust du denn auch selber Gutes für die Umwelt? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde kein Plastik benutzen, dann wäre das total gelogen, weil ich benutze auch ein bisschen Plastik und man kommt ja nicht drum herum, selbst beim Shampoo, bei der Zahnpasta, Zahnbürste oder so, da fängt es ja schon an. Aber ich zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, habe ich früher immer, wenn ich die Tomaten oder Paprika oder so eingepackt habe, immer so eine kleine Plastiktüte genommen und habe da alles immer reingepackt, ein Tellchen dran und. Das mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also wenn ich Obst und Gemüse kaufe, dann packe ich das einfach nur in den Einkaufswagen und dann passt das schon so. Also das sind so meine Anfänge, womit ich eigentlich eher anfange. Und das kann man dann auch weiter ausbauen. Was ist zurzeit, also aus deiner Sicht, was ist zurzeit die größte Umweltsünde und was kann man dagegen tun? Boah, das ist eine schwierige Frage. Die größte Umweltsünde? Da gibt es eigentlich ziemlich viel. Also die größte Umweltsünde, die einfach von Menschen verursacht wurde, ist Müll im Meer. Und ich glaube, da gibt es mehr als genug von. Und wir hatten gerade schon, bevor das Interview war, hatten wir schon darüber gesprochen. So, aber ich glaube, das muss noch ein bisschen mehr in den Griff bekommen haben. So in Indien und Asien da unten die Ecke, da sind ja echt richtig viele Strände komplett mit Müll bedeckt. So, ich glaube, das ist so die größte Sünde, die wir irgendwie gerade zu verantworten haben.
haben. Und es ist halt einfach Plastikmüll im Meer. Generell Japan ist, was Plastik angeht, echt schlimm. Extrem, ne? Ich war ja in Japan. Ach was. Ja, hab ich zum Geburtstag bekommen. Mega cool. Es war so schön. Ich kann es mir vorstellen. Aber jedenfalls, da ist um jeden Kuchen im Café nochmal so eine extra Plastikfolie drum, genau. Um den zu erhalten. Ich finde das so unnötig. Ich meine, das ist eine coole Idee, aber das ist so schade. Auf jeden Fall. Also hier in Deutschland wird ja schon ziemlich krass drauf geachtet. Deshalb finde ich das auch, also im Gegensatz zu anderen Ländern sind wir da schon ein ziemlich guter Vorreiter. Und es fängt auch langsam an, die Kinder irgendwie zu bewegen. So, ich finde es gut, dass es... Apropos, was findest du, hat es für eine Vorbildfunktion bei einem erwachsenen Politiker oder einem Elternteil? Ist eine gute Frage, wo ich glaube, Politiker unterschätzen ziemlich viele Kinder. Sagen, ich will auch gar nicht so politisch werden. So. Also das ist ja das beste Beispiel bei Fridays for Future, wenn die Kinder auf die Straße gehen, freitags, sagen ganz viele Politiker, boah, liebe Kinder, geht besser in die Schule und schwänzt nicht die Schule. Für mich ist es nicht schwänzen, so für mich gehen die Kids auf die Straße, die streiken, so jeder andere Arbeitgeber und, die gehen ja auch auf die Straße während der Arbeitszeit und streiken. So. Deshalb, ich weiß nicht, also viele sind eine Vorbildfunktion, ich weiß aber generell nicht so, was ich selber davon halten soll. Eltern können immer was beibringen. Man sollte immer auf seine Eltern hören und ja, ich glaube schon. Was können Allgemeinkinder machen, um die Umweltbelastung zu verbessern? Am besten, das habe ich auch gemacht, ich habe ja den Song weg mit Plastik rausgebracht und das mache ich auch generell häufiger. Einfach in den Wald gehen oder einfach generell mal, wenn du läufst, die Straßen irgendwie nach Müll absuchen, einen Plastikbeutel mitnehmen, ein Papierbeutel mitnehmen und dann. Und dann einfach da den ganzen Müll reinpacken und dann zu Hause vielleicht in die Mülltonne schmeißen. So, ich glaube, das ist der kleinste Schritt, womit man anfangen kann. Dazu habe ich zum Beispiel was. Bei mir zu Hause haben wir so einen Fluss, der ist in so einem tiefen Graben drin. Ja. Da kann man runterklettern und ganz, ganz viele Leute schmeißen da so viel Müll rein. Und ich gehe da manchmal hin und sammle den Müll dann auf. Mega cool, ja. Ja. Ja, das ist halt schon so dieser kleinste Schritt, den man eigentlich gehen kann, um dann wirklich was dafür zu tun. Und ich glaube, das kann jeder in jedem Alter machen. Bei mir und meinen Freunden war es so, wir waren halt einmal bei Fridays for Future mit unserer Klasse, unserer Englischklasse. Und da hatten wir halt die Idee beschlossen, so halt in der Oberschule eine AG zu öffnen, die halt zum Beispiel jede Woche oder so nach draußen geht, zum Beispiel zum Flughafen Tegel oder so. Voll coole Idee. Und dann Müll aufzuheben und sowas. Das hatten wir eine Idee, aber haben wir immer noch nicht gemacht. Aber weiter dranbleiben. Wir sind dabei. Super. Mega. Und was wird uns in Zukunft musikalisch was wird noch kommen? Also ich glaube, da kommt noch ziemlich viel. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt erstmal auf Tour mit meinem Album, mit dem blauen Album bin ich ja jetzt noch ziemlich unterwegs. Und ich habe schon, mein Kopf sprudelt voll mit Ideen, so was ich noch alles machen kann. Also das wird auf jeden Fall elektronisch bleiben und ich habe ziemlich viele Ideen und freue mich darauf, auf alles, was kommt. Das ist cool, ja. Mega. Gut, ich denke, das war's dann auch mit unserem Interview. Super, freut mich, dass ich hier sein durfte. Ja, freut uns auch. Super. Tschüss. Und dann, ciao. Tschüss. Wo ist die Kamera? Da. Ciao. 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 Tschüss.